Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, werte Gäste. Es ist mir eine große Freude, an einem heutigen Tag alle hier begrüßen zu dürfen auf diesem wunderschönen Aussichtspunkt. Geplant war dieser Termin schon für die Monate April, Mai bis Juni. Aber wie alle wissen, dieses Jahr ist etwas besonders. Wir haben gewisse Dinge zu beachten und so ist es heute auch zu dieser Fertigstellung gekommen. Ich möchte alle Anwesenden darauf hinweisen, die Anforderungen an Hygiene und Abstandswahrung einzuhalten. Wenn die Leute sich mal etwas näher kommen wollen, dann bitte Mundschutz und Nasenschutz wahrnehmen und auch nutzen. Dieser Aussichts- und Ruhepunkt ist den meisten Anwesenden hier aus DDR-Zeiten als Käthe-Kollwitz-Höhe bekannt. Viele haben hier schöne Stunden verbracht und ich denke, einige werden noch schöne Erinnerungen damit verbunden haben, in der Vergangenheit. Im Volksmund hat sich aber der Name Pralinenhöhe erhalten und das Ganze ist historisch begründet. Auch nachlesbar auf dieser Tafel. Im Jahre 1873 wurde vom Weidacher Verschönerungsverein dieser Platz eröffnet unter reger Anteilnahme der Bevölkerung. Und der Grund war die damalige Hochzeit der Prinzessin Pauline von Sachsen-Weimar mit dem Erzherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Dieser hat wohl auch einige Jahre noch in Weida gewohnt. Wir bedanken uns für diese Informationen noch einmal bei Kurt Häsner, der uns tatkräftig unterstützt hat, aber nun in diesem Jahr verstorben ist und an diesem Tag nicht mehr teilnehmen kann. In den vergangenen, fast auf den Tag genau, 147 Jahren hat dieses Steinensemble eine wechselvolle Geschichte erlebt über Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und die DDR und fast zerstörungsfrei überlebt. Was natürlich nicht zu verhindern war über die Jahre, dass die Substanz des Natursteins durch die Witterungseinflüsse stark gelitten hatte und der Zustand hier, naja, ich sag's mal, besorgniserregend und nicht sehr einladend war. Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder der FEG Gedanken gemacht, was können wir hier tun? Und unter Federführung von Ulrich Brendel wurde Kontakt aufgenommen mit dem Steinmetzmeister Stefan Rau, der heute auch hier anwesend ist. Und es wurden nach Lösungen gesucht, wie wir dieses Ensemble fachlich wieder so gestalten können, dass es für die nächsten Generationen einen würdigen Aussehen und Nutzung wieder erfahren kann. Schnell wurde eine Lösung gefunden und man wurde sich einig und wir sind den fachlichen Empfehlungen des Steinmetzmeisters gefolgt und haben ihn zu dieser Arbeit beauftragt. Wenn da Details von Interesse sind, kann im Nachgang zu dieser Veranstaltung gern nochmal gefragt werden. Daraus wird sicher gern dafür Auskunft geben. Nachdem nun die Idee geboren war, galt es, die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Hier fanden wir bei der Stadtverwaltung Weida und auch beim Postamt offene Ohren und bekamen grünes Licht hier, diesen Platz, so wie wir ihn jetzt vorfinden, zu gestalten. Wie allen bekannt ist, zwischen Idee und Realisierung steht dann immer die Frage der Finanzierung. Wir haben uns einen Aufruf im Weider Wochenblatt gestaltet, einen Flyer gedruckt, den wir ausgelegt haben, Gaststätten, und in der OTZ war auch schon mal ein Artikel mit der Vorankündigung zu lesen.
Weiterhin haben die Mitglieder der FEG Firmen aus weiteren Umgebungen, Bekannte und Freunde persönlich angesprochen und um Geldspenden gebeten. Das Ergebnis war äußerst erfreulich. Wir konnten eine breite Zustimmung unter der Bevölkerung feststellen und Geld und Sachspenden entgegennehmen. Ich möchte jetzt die Gelegenheit wahrnehmen, um mich bei den Spendern zu bedanken. In Reihenfolge des Einganges und nicht nach Größe der Spende bedanken wir uns bei Herrn Miroslav Gigo, bei der Firma Elektro Kiesler GmbH, bei den Keglern von SKK Gutholzweida, bei der Firma Gebrüder Wagner Bedachung, bei der Arztpraxis Dr. Lange, bei der Firma Seibert Glas und Gebäudereinigung, bei Frau Barbara Göller, bei Herrn Volker Potschun, bei Dietmar und Christine Kalusek. Wir bedanken uns bei den Mitgliedern des Hockervereins Freunde der Osterburg recht herzlich. Weiterhin beim Autoservice Thomas Gräf, bei Herrn Udo Geldner, beim Holzbau Michael Bertel aus Teichwitz. Muss ich ablesen, kann ich mich alles merken. Bei Herrn Stefan Behrens recht herzlich. Bei der Allianzversicherung Herrn Nico Reichenbach. Bei Herrn Andreas und Ilona Werner. Beim Autohaus Kraul, Herrn Jens Kraul. Beim Bauunternehmen Ulrich Heinrich. Beim Reisebüro am Markt, Frau Sissi Fischer. Bei Herrn Lutz Fiedler. Bei Frau Brigitte Papst. Bei der Familie Nowak, bei Herrn Steffen Popowitsch von der Gaststätte für Altstadt, bei der LVM Lebensversicherung, Herrn Jürgen Gerold und auch sehr herzlich bei den Mitgliedern der Ortsgruppe Weida der CDU. Natürlich möchte ich mich auch recht herzlich bei meinen eigenen Mitgliedern der Freiwilligen Mehrergemeinschaft bedanken für die Geldspenden und die Arbeitsleistungen. Neben den Geldspenden haben wir aber auch Sach- und Arbeitsleistungen wesentlich zum Umsetzen und zum Gelingen des Ganzen beigetragen. Wie Sie sehen, haben wir nicht nur den Tisch und die Bank neu gestaltet, sondern das ganze Umfeld verschönert. Sprich, Freischneiderarbeiten, Geländer neu gestrichen, neue Tafeln errichtet, Schautafeln und Erinnerungstafeln, den Belag erneuert mit Split und Unterbau. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den mitwirkenden Firmen, bei dem Baggerbetrieb BBH Andreas Beck, der hier Arbeiten, Erdarbeiten und Splitarbeiten geleistet hat. Nochmal beim Steinmetz Andreas Rau, der uns hier mit seiner Arbeitsleistung entgegengekommen ist. Bei der Firma Metallbau Andreas Eidner, bei der Firma Setzkasten Frau Andrea Müller, die die Tafeln gestaltet hat. Und bei der Firma Höfer Malerbedarf bei Herrn Heiko Meinhardt. Ich möchte auch nochmal auf diese Tafel hinweisen. Die wurde zwar neu gestaltet, aber eigentlich weist sie auf ein Originalgedicht hin, was Herr Ernst Geisler, der damaligen Zeit ein heimatverbundener Mensch, mit meiner Kenntnis war ein Bürger weiter als ein Maler, aber genaues ist mir nicht bekannt, dass ich hier verewigt hat und seine Verbundenheit mit der Stadt zum Ausdruck gebracht hat. Wir freuen uns, wenn dieser Aussichts- und Ruhepunkt nun wieder angenommen und zur Nutzung freigegeben werden kann. Ich hoffe auch, dass bald eine bessere Ausschilderung vorgenommen wird und Besuchern und Gästen der Weg hierher besser gewiesen werden kann. Dies betrifft im Übrigen nicht bloß die Berlin-Höhe. Wir hatten vor ein paar Tagen noch
paar Schrecksekunden zu überstehen, weil uns diese Veranstaltung fast auf der Kippe stand, weil hier auf einmal auf diesem Weg Bauarbeiten vorgenommen wurden von einer nicht zu nennenden Firma. Wir haben es aber geschafft und sind froh, dass wir heute diesen Punkt wieder präsentieren können. Und bevor wir diesen Platz wieder der Bevölkerung zur Nutzung übergeben wollen, möchte ich dem Bürgermeister noch die Möglichkeit geben, ein paar Worte zum Abschluss an die Bürger zu geben. Danke erstmal. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls heute hier ganz herzlich. Ich bedanke mich bei dem sehr ausführlichen Bericht von Wieland, dem Vereinsvorsitzenden der Freien Wähler. Und muss natürlich sagen, das sind außergewöhnliche Ereignisse. Was hier in den letzten Monaten geleistet worden ist, mit welchem Aufwand, mit welchem Herzblut und das ist besonders für mich wichtig, die Initiative kam zwar von der FEG, aber die Anteilnahme und der Mitmacheffekt ist im Stadtrat über die Fraktion hinaus gewährleistet gewesen und auch in der Bevölkerung. Die Liste der Spender und Beteiligten liest sich zwar einfach vor, hat aber eine riesengroße Wirkung und natürlich auch für die Finanzierung, und da rede ich nicht von 100, 200 Euro. Hier geht es um einen Betrag, der zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt, wenn man das hochrechnet. Und das muss man erstmal, und da spreche ich für die Stadtverwaltung, im Haushalt einstellen und durchbringen, finanzieren können. Sie sehen also, solche Maßnahmen sind für die Stadt, für die Umgegend und für den Ruf der Stadt besonders wichtig, dass man geschichtsträchtig ist, bewahrt, möglichst wieder auf einen aktuellen Stand bringt und dass man dort nicht fragt, wo kommst du her, wo gehst du hin, wer bist du, welche Meinung hast du, sondern ist dir deine Heimatstadt, ist dir die Stadt etwas wert und würdest du dafür Zeit, deine Arbeitskraft oder einen finanziellen Beitrag leisten und nicht sich hinstellen, rumübeln, kritisieren und keine Lösung, keine eigene Mithilfe, nichts anbieten, außer markanten Worten und sich in irgendwelchen Facebook und sonstigen elektronischen Medien den Frust von der Seele sprechen, aber ohne jeden sachlichen, fachlichen Inhalt. Das brauchen wir nicht. Und das ist auch nicht gewollt. Lieber wäre es mir, wenn weiterhin die Beteiligung, so wie es hier war, für kleinere, größere Sachen vorhanden ist, man sich gemeinsam hinsetzt, sieht, was machbar ist, und man macht eines nicht. Mit diesen Aufgaben unterstützt man die Stadt bei der Arbeit. Man übernimmt aber nicht die Finanzierung der Arbeit der Stadt, weil, und das ist eigentlich traurig, alle diese Leistungen freiwillige Leistungen der Stadt sind. Und wenn man daran denkt, wie Städte in Thüringen finanziell ausgestattet sind, da bekommt man mal mit, dass zum Teil nicht einmal das Notwendigste langt, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Und da muss man sich vorstellen, dass in Zukunft, und das ist eigentlich traurig, wenn man es hier sagen muss, Pflichtaufgaben wie Kinder, wie Schule, wie Feuerwehr, eigentlich den Großteil der städtischen Finanzen in Anspruch nehmen. Dass Aufgaben wie Wohnungsbau, Kultur, Sport und sonstige nur über sehr, sehr viel Sparsamkeit, Engagement aus den ansässigen Betrieben und aus Spenden- und Sponsorenleistungen gedeckt werden können. Da muss man immer dran denken. Und da nützt es nichts, wenn man drüber redet und drüber schimpft. Da muss man versuchen, dass man gemeinsam was auf die Beine stellen kann. Aber es soll ja keine politische Rede sein. Ich bin froh und ich freue mich. Und ich habe eins richtig gemacht. Ich habe genau zu dem Zeitpunkt den Regen abgestellt. Dass wir hier heute diesen schönen Aussichtspunkt wieder in der Öffentlichkeit übergeben können. Und dass ich erhoffe, dass wir es zukünftig stark in Nutzung bringen. Und der Wieland hat es auch gesagt. Uns ist sehr geholfen dabei, wenn man mit Kleinigkeiten, und da hat er ja die Beschilderung angesprochen, oder
mit Hilfeleistung, wie Sie es ein bisschen weiter unten sehen, wie die Eisenbahner schon mal hier in privater Arbeit dieses kleine Aussichtshäuschen wieder renoviert haben, wie man dabei hilft, diese Punkte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch das Forstamt haben wir eine gute Verbindung, wo wir hier auch schon mit Schülern den Wald mal gesäubert haben und erstmal festgestellt haben, auch unsere jungen Leute, dass Wald nicht Wald ist, sondern dass man hin und wieder auch sagen kann, eine Schutthaltung für diejenigen, die zu faul sind, den Papierkorb zu nutzen oder ihre eigene Mülltonne. Aber ich denke positiv und ich würde mich freuen, wenn Sie das, was hier geworden ist, weitertragen. Wir werden alles tun, in unseren Medien, mit unseren Möglichkeiten, das genauso weiterzugeben. Und wie gesagt, wir haben angefangen, wir wollen nicht aufhören, wir wollen weitermachen. Ich bedanke mich und wünsche alles Gute. Vielen Dank. Gut, bevor wir jetzt symbolisch das eröffnen, möchte ich noch darauf hinweisen, es wird dann der Herr Büchler vom Weiter Schützenverein und Schützengesellschaft Böllerschüsse loslassen. Nicht, dass sich dann jemand hier richtig toll erschreckt. Wollte ich das mal ankündigen. Und jetzt, wenn wir dieses Band zerschneiden, wir haben gerade so die Idee, wenn wir die Frau Hesner mal nach vorne bitten würden, um das symbolisch mal vorzunehmen, würden wir uns freuen. Dann bitte Sie, das Band mal zu zerschneiden. Ja. Wo Sie ja. Wichtig ist, dass Sie es durchschneiden. Und nicht immer. So, Achtung! Hey! Da hast du doch gemacht, dass du was gelegt hast. Ja, aber ich geh das jetzt nicht ab. Komm noch zu, ja. Stecken. Ja, geht ohne Geld geht nichts mehr. Wisst ihr? Ja. Ich muss mal einstecken. Achtung! Ui, kannst du die Blätter vom Ball? Jetzt mal mit dem Anzuhalten. Achtung! Das ist nicht nur Nebel, Marmor.